today's stars, tomorrow's leaders. Das sind die Protagonisten der heutigen Sendung. Pavel Feideck aus Polen, Kibo Bae aus Korea, Andy White aus Kanada. Außerdem geht's Basketball in China und die deutsche Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann. Hallo, ich bin Pavel Feideck und empfehle euch, die Sendung Campus Sport anzusehen. Herzlich willkommen in meinem Haus. Ich möchte euch meine Medaillensammlung zeigen. Kommt doch bitte rein. Pavel Feideck gewann bei der Universiade zum dritten Mal in Folge im Hammerwerfen. Aber nicht nur dort ist er erfolgreich. Der Sportstudent ist nämlich auch Doppelweltmeister von 2013 und 2015 mit einer beeindruckenden Medaillensammlung. Jetzt zeige ich euch erstmal die Medaillen und Pokale, die ich in diesem Jahr gewonnen habe. Hier die Medaille von Guan Yu, meine dritte Goldmedaille bei einer Universiade. Die nächste da ist von der WM in Peking. Drugi medal, który jest obok, jest z aktualnych mistrzostw świata sprzed dwóch miesięcy z Pekinu. Das hier sind die wichtigsten Pokale der letzten paar Jahre. Można popatrzeć. Tutaj znajdują się też najważniejsze trofea. In der Mitte ist die Medaille der Weltmeisterschaft in Moskau. Na samym środku widzimy medal z Moskwy. Und daneben, das sind die zwei Goldmedaillen der Universiade. Das hier ist mein erstes Diplom. Ich versuche alles zu sammeln, aber mittlerweile hätte ich gerne einen eigenen Raum für die ganzen Pokale und Medaillen. Jetzt zeige ich den Platz, an dem ich mit dem Sport angefangen habe. Er ist nicht im besten Zustand, aber es gibt noch einen Betonring dort. Als Kind begann Pavel im selben Stadion mit Fußball und kam von da aus zum Hammerwerfen. Das ist mein erster Wurfring. Hier habe ich mit dem Werfen angefangen. Er begann mit 15 Jahren und wurde gleich polnischer Meister. Aber ein ganz anderer Wettkampf hat einen besonders hohen Stellenwert in seiner Karriere. Die Universiade ist für mich sehr wichtig, denn hier hat meine Laufbahn begonnen. Bei der ersten Universiade 2011 in Shenzhen, da war ich nur U23 Europameister, sonst noch gar nichts. Das war für mich so etwas wie eine ganz normale Herausforderung. Letztlich war es für mich dann ein ganz bedeutender Schritt in Richtung der Weltmeisterschaften in Daegu. Der Sieger der Universiade in Shenzhen 2011 landete anschließend bei der WM zwar nur auf Platz 11, aber sein Siegeszug war nun nicht mehr aufzuhalten. Zwei Jahre später gewann er zunächst bei der Universiade in Kasan und direkt danach holte er auch bei der WM in Moskau Gold. Mit 80,5 Meter im letzten Wurf in Gwangju gewann Pavel Feideck zum dritten Mal in Serie die Goldmedaille bei einer Universiade. Und ein paar Wochen später gelang ihm die Titelverteidigung seines WM-Titels in Peking, die Universiade als Sprungbrett für seine Karriere. Die Universiade war immer ganz wichtig für mich.
Ich wollte immer überzeugen bei diesem Wettkampf. Das hat bisher ja auch immer gut geklappt. Ich hoffe, dass ich in 2 Jahren den Universiadenrekord knacken kann. Der Sportstudent und angehende Physiotherapeut der Uni Warschau schafft es, Spitzensport und Ausbildung miteinander zu kombinieren und ist so etwas wie ein Musterbeispiel für andere Athleten. Ich will die Gelegenheit nutzen, um alle Studenten zu ermuntern, trotz Studium Sport zu treiben. Und wenn man dann bei einer Universiade starten kann, dann ist das ein guter Anfang. Denn es ist so etwas wie eine kleine Ausgabe vom großen Olympia. Do tego, że start w Uniwersjadzie jest bardzo przydatny i tak naprawdę są to małe igrzyska. Okay, ich habe meine Sachen schon gepackt und muss jetzt weg. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen kennenlernen können, wie ich trainiere, über meine Anfänge im Sport und über mein Leben. Und ihr kennt jetzt auch meine Zukunftspläne. Jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt geht es nach Katowice, eine Stadt im Südwesten Polens, das Zentrum von Schlesien. Hier steht auch eine von 6 polnischen Sportakademien, die Jerzy Kukuczka Akademie, die einzige, die auf Wettkampfsport spezialisiert ist und Größen wie Justyna Kowalczyk und Kamil Stoch und Adam Majsch hervorgebracht hat. Die Sportakademie besteht seit 45 Jahren. Sie wurde 1970 gegründet und hieß früher Schule für körperliche Erziehung. Es gab aber nur eine einzige Abteilung. Seitdem hat sie sich rasant entwickelt. Heute besteht sie aus 3 Abteilungen und 9 Gebäuden. I dzisiaj jest to 3-wydziałowa uczelnia, która posiada 9 kierunków kształcenia. Heute gibt es hier 5000 Studenten. 400 davon sind Spitzensportler, die 20 verschiedene Sportarten studieren können. Für aktuelle und künftige Champions gibt es individuelle Studienprogramme, um Sport und Ausbildung in einer dualen Laufbahn zu verbinden. Wir befinden uns hier im Tempel für Muskelkraft. Hier können wir Professor Michael Wild treffen, mehrfacher Weltmeister im Bankdrücken. Professor Wild arbeitet an individuellen Programmen und analysiert die Bewegungen von Spitzenathleten aus verschiedenen Sportarten. Er coacht den Olympiasieger im Skispringen Kamil Stoch und den soeben zurückgetretenen Adam Majsch. Adam Majsch trainiert heute für Autorennen. Er nimmt an der Rallye Paris-Dakar teil. Dafür muss er seinen Oberkörper ordentlich kräftigen, denn als Skispringer hat er nur den Unterkörper trainiert und den unteren Teil hat er vernachlässigt. Jetzt gehen wir in die Hypoxie-Abteilung, um Professor Miloš Šuba zu treffen. Folgen Sie mir und schließen Sie schnell die Tür, denn da drinnen herrschen Bedingungen wie in großen Höhenlagen. Zu den individuellen Programmen gehört es, dass die Sportler hier in simulierter Höhenlage Ausdauer und Herz-Kreislauf stärken können. Jetzt befinden wir uns im Labor für molekulare und genetische Biologie. Das ist einmalig in Polen. Hoffentlich stören wir den Professor nicht. Professor Andrzej Maleski erkundet, welche Gene einen Champion ausmachen. Seine Ergebnisse unterstützen die Ausbildung der Spitzensportler in Katowice. Es werden im Fach Sport verschiedene Studiengänge angeboten. Sportmanagement, körperliche Ausbildung, Physiotherapie, Sporttouristik und Reha-Sport. Zwischen den Unterrichtseinheiten können die Sportler die moderne und gut entwickelte Infrastruktur für ihr ganz spezielles Training nutzen. Im Gegensatz zu Sportclubs kann hier fast immer trainiert werden. Eine wertvolle Hilfe für Toner Wojciech Dakiewicz.
Ich habe fünfmal die Woche Unterricht, von Montag bis Freitag, von 7 Uhr morgens bis 2 oder 3 am Nachmittag. Dann kann ich von 5 bis 7 trainieren. Ich trainiere auch am Wochenende. Das kann sich auch mal ändern. Der polnische Judomeister bis 81 Kilogramm Jakub Kubinic ist ein weiteres Beispiel für die duale Laufbahn an der Akademie von Katowice. Judo-Training ist zweimal am Tag, zehnmal die Woche. Am Sonntag ist frei, dann kann ich studieren. Deshalb bin ich an dieser Hochschule. Ich habe die individuellen Programme belegt und kann deshalb Sport und Studium kombinieren, um auf hohem Level trainieren zu können. Ich bespreche mit meinen Trainern den Trainingsablauf und entscheide mit ihnen gemeinsam die Termine für Klausuren und für mein Examen. Die Hochschule von Katowice unterstützt und fördert den Hochschulsport auf einem sehr hohen Level in Polen. Gleich Koreas beste Bogenschützin Ki Bo-bae und Speerwerfer Andy White aus Kanada. Außerdem 3x3 Basketball in China und die deutsche Fechterin Britta Heidemann. When education meets sport and culture. On your mark. What best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity and achievement meet? Which event gathers the best student-athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. Gwang Yu. Hier fand 2015 die Universiade statt. Und die Stadt der besten Bogenschützin der Welt, Ki Bo-bae. Hier in Gwangju wurde die Universiade 2015 ausgetragen. Und weil das eben genau in unserer südkoreanischen Heimat liegt, standen wir mehr unter Druck als unsere Gegner. Aber ich bin sehr froh über das, was ich hier erreicht habe und was ich für mein Land gewonnen habe. Zweimal Gold und einmal Silber. Ich wusste, seit den Olympischen Spielen waren alle Augen auf mich gerichtet. Deshalb stand ich ordentlich unter Druck. Aber ich habe mir auch gesagt, dass genau das mein Job ist, auf den Platz zu gehen, die beste Leistung abzuliefern und das beste Ergebnis rauszuholen. Ki Bo-bae hatte bisher noch nie einen Weltrekord gebrochen. Noch nie. Bis zur Universiade von Gwangju. Im Einzel und mit der Mannschaft. Nach dem Wettkampf haben mich alle Journalisten gefragt, wie ich mich fühle nach dem Weltrekord. Was? Ich habe einen Weltrekord aufgestellt? Das konnte ich einfach nicht glauben. Immer wenn ich Athleten sehe, die irgendwelche Weltrekorde aufgestellt haben, dann sage ich mir immer, das will ich auch. Und nach der Universiade, als ich es endlich geschafft hatte, einen Weltrekord aufzustellen, da habe ich mir gesagt, jetzt warst du doch noch erfolgreich. Ich fühlte mich bestätigt und dachte, dass sich die harte Arbeit doch ausgezahlt hat. Bogenschießen ist eine koreanische Spezialität. Und Koreaner dominieren diesen Sport seit vielen Jahren. Bogenschießen ist ein Sport, der alle Sinne durch eine tiefe Selbstbeobachtung anspricht. Man muss täglich trainieren. An manchen Tagen trainiere ich 10 Stunden. Mein Durchschnitt liegt bei 4,5 bis 5 Stunden am Tag. Und das die ganze Woche durch. Weil ich dazu aber noch studiere,
Es ist manchmal sehr hart, besonders wenn ich 10 Stunden beim Training verbracht habe, denn ich will einfach nichts versäumen. Deshalb muss ich dann meistens noch 3 Stunden Lernzeit hinten dranhängen, um mein Examen zu schaffen. Deshalb habe ich auch kaum Zeit für andere Dinge. Das koreanische Team gewann 8 von 10 Wettbewerben bei der Universiade in Gwangju und bewies die Vormachtstellung dieses Landes im Bogenschießen. Wir haben kein besonderes Training, das uns besser macht als andere. Vielleicht liegt es daran, dass wir viele frühere Champions haben mit tollen internationalen Ergebnissen. Und für alle nachkommenden Generationen sind diese früheren Champions große Vorbilder und treiben uns an, es ihnen gleich zu tun und es genauso zu machen wie sie. Ich glaube, in meiner ganzen Karriere im Bogenschießen wird das immer einer der größten Momente bleiben. Ki Bobae, Universiade 2015. Einfach nur hier zu sein, im Athletendorf, das ist unbegreiflich. Das ist ein ganz besonderer Ort, das ist wirklich einmalig. Das ist. Ja, it's really neat. It's. Yeah, so every track meet. Every track meet I go to. Überall, wo ich hingehe, nehme ich dies hier von meiner Mutter mit. Sie hat es mir selbst gegeben. Ich stecke es normalerweise in mein Hemd, wenn ich einen Wettkampf habe. Und das bedeutet, ich bin immer bei dir. Andy White hatte seit seiner Kindheit immer den großen Traum, einmal das kanadische Nationaltrikot zu tragen. Sein Lebensziel und seit 2010 auch ein Versprechen, das er seiner Mutter gegeben hat. Es ist eine Riesenehre, das kanadische Nationaltrikot zu tragen. Ganz besonders wegen meiner Mutter. Denn als sie 17 Jahre alt war, gab sie ihr Debüt in der Nationalmannschaft und startete beim Pan America Cup. Sie ist im Januar 2010 an Brustkrebs gestorben. Mein großes Ziel war es, in die kanadische Nationalmannschaft zu kommen. Denn das hatte sie ja auch geschafft. Und deshalb habe ich diese Leistung für sie erbracht, indem ich einfach in ihre Fußstapfen getreten bin. Meine Mutter hat immer gesagt, lebe deinen Traum. Andy ist Kunststudent in Vancouver und so etwas wie der Held des Sportes an seiner Uni. Aber der Weg über die Qualifikation zur Universiade war gepflastert mit vielen Hindernissen wie Verletzungen, Terror und enormem Zeitdruck. Ich habe ein Bett auf dem Truck meines Vaters montiert und bin für einen Wettkampf 1200 Kilometer quer durchs Land gefahren. Und als ich da ankam, hat es geregnet und so gestürmt, dass sich die Regenschirme durch den Wind verbogen haben. Und deshalb konnte ich nicht einen einzigen guten Wurf zeigen. Da habe ich mir gesagt, gut, die Deadline zur Quali ist ja schließlich erst morgen. Andy startet einen letzten Versuch beim letztmöglichen Meeting in Kamloops. Ich habe also meine nassen Klamotten eingepackt, meinen Truck in Gang gesetzt und bin die ganze Nacht durch die 800 Kilometer nach Kamloops gefahren. Ich habe nur ein paar Male angehalten, um zu tanken und bin weit nach Mitternacht dort angekommen. Ganz früh am Morgen hat mich dann ein heftiger Knall aus dem Schlaf gerissen. Da wollte jemand mein Auto knacken. Ich bin rausgesprungen und sah einen Typ, der um meinen Wagen herumspazierte und vor der Windschutzscheibe stehen blieb. Ein Typ versuchte dann, Andy anzugreifen. Der konnte aber schnell die Polizei rufen, sodass die Männer lieber das Weite suchten. Auto kaputt und an Schlaf war für Andy nicht mehr zu denken. Ich hatte nur so um die 5 Stunden Schlaf in der Nacht gehabt und bin mit Angst und ordentlich Adrenalin aus meinen Träumen gerissen worden und bin dann so zum Wettkampf angetreten. Fühlte mich dann aber überraschend gut und dachte mir, wenn ich konzentriert bleibe, dann kannst du das hier packen. Und in meinem ersten Wurf habe ich gleich die Qualifikationsweite von 71 Metern um 14 Zentimeter übertroffen. I threw the standard 71.14 meters, and
just 14 centimeters over the qualifying mark of 71 meters. Auch in Gwangju wird Andy White vom schlechten Wetter verfolgt. Es regnet während der gesamten Aufwärmphase, bis endlich der Wettkampf beginnt. When I got in, als ich da reinkam, das war einmalig. Wir mussten erst im Warteraum Platz nehmen und von da konnten wir schon durch den Eingang das Stadion sehen. Als wir dann endlich die Arena betreten durften und die Menschenmenge sahen, da hat es wow gemacht. Das riesige Stadion, dazu das Publikum, das war ein irres Gefühl. Andy White hat es nicht in die Medaillenränge geschafft. Aber war das wirklich wichtig? Er hat das kanadische Trikot getragen, das Versprechen für seine Mutter erfüllt und ein Sportereignis erlebt, das ihn für den Rest seines Lebens begleiten wird. Die Lektion, die ich hier gelernt habe, ist sehr eindeutig. Man kann viele Niederlagen und Rückschläge erleiden. Solange man an sich glaubt, kann man das erreichen, was man erreichen will. Andy White für Kanada bei der Universiade 2015. Gleich 3x3 Basketball in China. Und die Weltklassefechterin Britta Heidemann. When education meets sport and culture. What best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. Die chinesischen Frauen gewannen die Champions League im Basketball 3-3. Die chinesische Tianjin-Universität besiegte im Finale das Team der Kultur-Uni Taipei mit 21-13. Wu Di wurde mit ihren 16 Punkten im Finale zur besten Spielerin des Turniers gekrönt. Im Finale der Männer trafen die Uni aus Montreal und die Uni aus Bordeaux aufeinander. Die Franzosen schafften in der letzten Minute den Ausgleich zum 16-16. 30 Sekunden vor Schluss machten die Kanadier den Siegpunkt und verteidigten den Vorsprung bis zum Ende des Finals. Sieger hier, die Uni aus Montreal. Sprechen und ausgezeichnet fechten zu können, sind zwei Fähigkeiten, die nicht unbedingt zusammengehören, aber von Britta Heidemann perfekt beherrscht werden. Für die Goldmedaillengewinnerin von 2008 und Silbermedaillengewinnerin von London ist Fechten mehr als nur ein Sport. Für sie ist Fechten Philosophie, seit sie 2000 vom modernen Fünfkampf zum Fulltime-Fechten wechselte. Ich glaube, bei mir war ganz wichtig, dass ich mich immer so von Schritt zu Schritt vorgearbeitet habe. Der Schlüssel zum Erfolg ist sicherlich Disziplin und harte Arbeit, aber auch für mich die Freude daran, eben weiterzukommen und am Ende diesen Weg zum Erfolg zu gehen. Ich glaube, auch vom Fechten kann man vor allem mitnehmen die mentale Stärke und der Umgang mit Druck. Also die Überlegung, wie bereite ich mich auf eine anstehende Herausforderung vor und wie habe ich vielleicht sogar auch Spaß daran. Und das finde ich beim Fechten einfach unheimlich faszinierend. Das wünsche ich eigentlich auch jedem, dass man einfach mit dem, was man tut, das ist eben so, wenn ich hier in der Fechthalle stehe, dass er damit glücklich ist.
Heidemann war froh, ihre ersten internationalen Erfahrungen 2001 bei der Universiade in Peking machen zu können. Eine Stadt, die seitdem eine große Rolle im Leben der deutschen Fechterin spielt. Die Universiade 2001 war wirklich für mich der Startpunkt, wo ich bemerkt habe, dass mir diese großen Sportevents unheimlich viel geben. Die Universiade ist ähnlich aufgebaut wie die Olympischen Spiele. Es gibt ein Athletendorf und alle treffen sich dort. Und es gibt eine riesengroße Mensa, wo sich alle Athleten über den Weg laufen. Und ich habe mich sofort total wohl gefühlt und habe gesagt, das möchte ich noch mal haben. Und das war für mich der Moment, wo ich wirklich aktiv darauf hingearbeitet habe, mal an Olympischen Spielen teilzunehmen. Weltmeisterin im Degenfechten 2007. Ein Jahr später Olympiasieg in ihrer zweiten Heimat Peking. Heidemann war schon vorher oft dort gewesen, um Kultur und Sprache zu studieren. Durch ihre offene Art und ihre Begeisterung für China wurde sie dort zu einem echten Star. Ich glaube, dass viele Westeuropäer sich ein wenig anders mit den Chinesen beschäftigen, also sich die Chinesen anders vorstellen, als sie wirklich sind. Ich hatte damals überhaupt keine Vorurteile und ich war völlig unbefangen, als ich dorthin gegangen bin. Ich war natürlich auch noch sehr jung. An und für sich ist schon keine einfache Sprache und das ganze Studium war natürlich auch nicht leicht und das hat mich teilweise sehr viel Energie gekostet. Ich habe halt dann viel im Flieger gelernt, auf den Fahrten, bei den Wettkämpfen und das manchmal sogar auch als Mentaltraining genutzt, aber ja, durchgekämpft. Und jetzt total glücklich, weil jetzt kann es eben weitergehen und ich kann mit meinem akademischen Background unheimlich viel machen. Britta Heidemann absolvierte 2009 in Köln erfolgreich ein Studium der Regionalwissenschaften Chinas. Ihre Diplomarbeit befasst sich mit alternativen Energien mit dem Schwerpunkt Windkraft. Gerade in China ist das natürlich ein noch aktuelleres Thema, weil sich da gerade ein Volk von 1,4 Milliarden Menschen entwickelt und einen Fortschrittssprung erlebt, den wir selbst in Europa, in dem kleinen Europa, also in dem kleinen Westeuropa, sage ich mal, schwer bewältigt haben. Also ich glaube, dass in unserer Industrialisierungsphase der Himmel auch nicht blau war. Und die Chinesen gehen das Problem flächendeckend an. Heute ist Britta Heidemann ein Star in zwei Erdteilen. Sie arbeitet als Unternehmensberaterin für die Bereiche China, Sport und neue Energien und schlägt die Brücke von Europa nach Asien. Ich bin auch beim deutsch-chinesischen Dialogforum mit dabei. Das ist in Deutschland, also vom Auswärtigen Amt, sozusagen ein begleitendes Organ. Ich war EU-China-Botschafterin der Jugend und eben einfach durch meine ganzen Reisen nach China und ich nehme an einigen Konferenzen noch dazu teil, bin ich da immer wieder mit dabei und versuche eben zwischen den Kulturen zu vermitteln. China wird einfach immer präsenter. Die Vize-Weltmeisterin des letzten Jahres versucht sich gerade für die Spiele in Rio zu qualifizieren. Aber wegen schwerer Probleme mit der Achillessehne waren die Resultate bei der letzten Weltmeisterschaft mit Platz 19 im Einzel bisher enttäuschend. Ich möchte sehr, sehr gerne in Rio 2016 dabei nehmen. Ich kann natürlich für mich im Hintergrund behalten, dass ich schon ganz tolle Erfolge gefeiert habe. Das werden sicherlich meine letzten Olympischen Spiele sein. Ich gebe alles. Für mich bricht keine Welt zusammen und ich habe ein Leben nach dem Sport, sollte es nicht klappen. Heidemann ist das beste Beispiel für eine perfekte duale Karriere. Nicht nur für Fechter, sondern für alle Sportler. Und zudem ein großes Vorbild mit einer klaren Botschaft. Wenn man alles in die Waagschale wirft, dann kann man mehr erreichen, als man je für möglich gehalten hat. Und vergesst nicht, Spaß dabei zu haben. Wenn ihr alles gebt und dabei auch ein Lächeln auf den Lippen habt, dann wünsche ich euch den besten Erfolg.
today's stars, tomorrow's leaders. International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders.